Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es ein Infovideo zu den Winter-Upgrades und zwar ist das Ganze auch noch nicht zu 100% sicher, also bitte alle Informationen mit Vorsicht beachten und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt rein mit den Winter-Upgrades. Also ihr seht hier schon eine Liste und zwar sind das Spieler, die anscheinend geleakt wurden, also anscheinend gab es da einen Leak, dass diese Spieler geupgradet werden, das wären dann eben Costa, Coutinho, Lallana, Firmino und so, die gehen alle im Rating hoch. Das heißt, es gibt dann zwei Karten. Es gibt eine 85er Karte und eine 86er Karte. Und da kann man natürlich ganz gut traden. Und zwar, wenn jetzt Costa eine 86er Informkarte hätte und dann seine normale Karte auf 86 hochgeht, dann geht seine Informkarte natürlich auf 87 hoch. Und das heißt dann eben, dass diese Karte steigt. Das heißt, ihr könnt euch die 86er Karte jetzt kaufen. Und wenn Costa dann ein Upgrade bekommt, dann steigt die 86er Karte automatisch auf ein 87er Rating hoch und dann habt ihr den 87er Inform Costa in der Mannschaft drinnen. Ob das dieses Jahr so gut funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Ich selber werde es dieses Jahr wahrscheinlich nicht machen, weil es mir ein bisschen zu riskant ist, aber ihr könnt damit natürlich traden, falls ihr das wollt. Okay, also das wäre auf jeden Fall mal die erste Liste zu den Winter-Upgrades. Ja, diese Liste ist natürlich noch viel länger als eben gerade angesprochen, aber ich werde euch das Ganze auch einfach mal in der Videobeschreibung verlinken. Ja, und so könnten diese Karten dann eben aussehen. Hier seht ihr, die Credits sind MetaDGamer und FIFA Renders. Das heißt, das sind zwei YouTuber, die das Ganze eben hochgeladen haben und da weiß man eben, wie gesagt, nicht, ob das wirklich zu 100% safe ist. Und so würden dann noch die weiteren Upgrades aussehen, also das sind halt eben ein paar Karten dargestellt mit den Ratings und so weiter und so fort. Und ja, so könnten die Karten dann eben aussehen. Ja, und hier geht es dann direkt weiter mit der nächsten Liste, das ist die Bundesliga-Liste, das werde ich jetzt aber nicht genau ansprechen. Ich werde einfach direkt weitergehen hier zu der Serie A bzw. Calcio A. Und dann gehen wir auch direkt weiter zur nächsten Liga, La Liga. Wie gesagt, ich habe euch das Ganze in die Videobeschreibung gepackt. Da seht ihr dann die Upgrades nochmal ganz genau. Wie gesagt, aber es ist nicht zu 100% sicher, dass diese Upgrades auch wirklich so stattfinden werden. Und jetzt kommen wir zu dem interessanteren Thema, würde ich jetzt mal sagen. Also die Upgrades, wie die aussehen werden, haben wir ja gerade gesehen. Und hier sehen wir, wann die Wintertransfers wahrscheinlich rauskommen werden. Der erste Termin wäre der Freitag, der 3. Februar um 19 Uhr bei uns in Österreich bzw. Deutschland. Oder eben auch Schweiz. Ja, das wäre eben 19 Uhr am Freitag. Die zweite Runde sozusagen wäre dann eben eine Woche später den Freitag, dann die dritte Runde wieder eine Woche später und die vierte Runde wieder eine Runde später. Und die Skill-Upgrades, die könnten dann auch noch rauskommen, aber wahrscheinlich erst im April. Aber wie gesagt, es sind eben die Termine, die geschätzt werden, also predicted, also die werden so vorausgesagt. Man weiß es eben nicht ganz genau. Es könnte natürlich eben auch sein, dass diesen Freitag die Once-to-Watch-Karten auch neu rauskommen. Vielleicht ja auch beides, Winter-Upgrades plus Once-to-Watch-Karten, das wäre schon richtig, richtig heftig. Vielleicht auch nur eines von beiden, man weiß es eben nicht genau. Und deswegen sind das eben alles nur Spekulationen. Aber ja, Freunde, das wären auf jeden Fall mal ein paar Infos hier zu den Winter-Transfers, Winter-Upgrades meine ich. Falls es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da für mehr Infovideos. Und ja, Freunde, was haltet ihr von dem ganzen Thema? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, dann bedanke ich mich eigentlich auch schon fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!